Ja, liebe Marion. Hallo, Tim. Hallo. Wir hatten ja gerade einen Workshop hier in diesen Räumlichkeiten. Und du bist von Tasso in Holland. Du bist Ausbilderin für transpersonale Regressionstherapie. Und wir wollen jetzt hier bald in Deutschland auch so eine Ausbildung starten. Du bist eine der beiden Hauptausbilderinnen, Lehrerinnen, zusammen mit Hans Tindam. Und ich würde gerne einfach für diejenigen, die sich vielleicht für die Ausbildung interessieren, würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen. Ja, bitte, gerne. Und vielleicht zuerst, wenn du mal erzählen magst, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt Ausbilderin bist für transpersonale Regressionstherapie? Tja, das Leben fließt. Und auf einen mache ich das, was ich zuvor nicht ganz ahnte, dass ich das eines Tages machen würde, so international. Mhm. Und auch noch auf Deutsch, das hatte ich zuvor nicht bedacht. Ja. Diese Therapie, die ist so, ja, das inspiriert mich, das ist so, die ist fähig, Änderungen zu machen in kurzer Zeit. Ja. Wir arbeiten mit einem Fokus auf Lösungen. Mhm. Wir diagnostizieren nicht. Wir hören, wir schauen, wir arbeiten. Es ist sehr tiefe Praxis und das finde ich sehr schön zu machen und ich will auch gerne, dass das weitergebracht worden wird. Ja. Weil in Jarmischule, jetzt in Deutschland, das ist die große Nachbar von Holland, so ein großes Land mit so vielen Leuten, die schon Therapien machen. Die anderen reden besser Deutsch als ich. Aber die Arbeit, das ist, was mir fasziniert und das treibt mich. Das ist die große Stimulanz. Ja. Jetzt nach 2 Tagen, wo ich dachte, mein Deutsch ist wieder da, jetzt suche ich die Wörter. Ja. Auf Deutsch. Ja, ich finde, der Workshop hat ja gut geklappt. Ja. Und wir Deutschen finden das ja auch häufig sehr charmant, wenn ein Holländer Deutsch spricht. Das hat wahrscheinlich etwas Komisches. Nee, das hat was Charmantes. Aber wenn all diese Leute hier sind und wir arbeiten, dann fließt das. Ja. Und das ist vielleicht auch wie die Therapie. Die Ingredienten, die sind da. Man weiß überhaupt noch nicht, wohin es geht. Mhm. Aber wenn es gemacht ist, dann ist alles besser. Man fühlt sich besser, bessere Energie. Ja, das bringt mich zu den Ausbildungen. Ich mache das gerne, weil in Zukunft habt ihr mehrere Lehrer, die Deutsch reden und die das hier machen. Ja. Jetzt ist das noch nicht so. Ja. Dann bin ich gerne dabei, um meine Experience, meine Erfahrung darin zu teilen. Ja. Lass uns da nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie lange machst du schon Regressionstherapie oder Rückführungstherapie? Ja, das mache ich jetzt ein kleine 20 Jahre. 20 Jahre. Offiziell 18. Ja. Ja. Und wie bist du dazu gekommen, diese Art von Therapie zu machen? Was hast du vorher gemacht? Ja, vorher, ich war Sekretärin, aber das ist sehr lange her. Mhm. Ich habe gesehen, dass diese Rückführungstherapie wundere Resultate, wundere Dinge gemacht hat. Ja. Kranke Leute, die keinen Schmerz mehr haben. Ja. Wenn es nicht alle heilen kann, dann kann es doch Besserung bringen. Mhm. Und das hat mir nicht mehr losgelassen. Wenn ich das gesehen habe mit einer Freundin, dann haben wir es untersucht, weil Reinkarnation, ich war gar nicht damit beschäftigt. Aber wenn man im Leben jetzt Sachen hat, die uns zurückhalten, von was man machen will, und das ist offensichtlich ein voriges Leben, und man kann das heilen, und dann kann man machen, was man vorher nicht machen konnte, das gibt so ein großes, eigentlich so eine große Frage. Wie kann es sein, dass unsere geliebte Doktoren das nicht benutzen? Ja. Das habe ich mich gefragt. Und wir haben das untersucht. Und dann habe ich
die inneres Kind-Therapie gesehen, ja. Vorige Leben-Therapie, Anhaftungen. Und das war gar nicht fremd. Man konnte damit arbeiten, die Leute werden besser. Dann habe ich gedacht, das will ich auch. Ja. Ich will das auch lernen. Ich hatte schon eine kleine Praxis mit Magnetismus. Ja. Heilen mit Hände, mit Energie. Ja. Ich wusste aber nicht, was ich machte. Mhm. Die Schmerzen waren weg, aber oft kam das nach einigen Tagen wieder zurück. Mhm. Oder nach ein oder zwei Wochen. Dann habe ich mich gefragt, wie kann das? Wie kann es überhaupt weggehen, diesen Schmerz, und dann wieder zurückkommen? Mit der Rückführungstherapie, wenn es weg ist, ist es weg, kommt nicht wieder zurück. Ja. Wenn etwas zurückkommt oder nicht ganz weg ist oder ganz transformiert ist, dann gibt es noch eine Geschichte dahinter, die finden wir. Und dann ist es wirklich permanent Heilung, und das hat mich fasziniert. Mhm. Ja. Was sind so im Vergleich... So, natürlich wollen wir jetzt nicht so ins Detail gehen, aber vielleicht, wenn man es so ganz grob zusammenfasst, was würdest du sagen, was sind die Hauptmerkmale von Rückführungstherapie oder transpersonaler Regressionstherapie im Vergleich zu anderen psychotherapeutischen Methoden? Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht diagnostizieren, dass wir genau hören, mit unseren Techniken, welche Wörter benutzt der Klient, ja. Was sagt er da? Leute sagen etwas, das nicht logisch ist, wir hören das. Wir fragen danach, wir benutzen die Energie, weil wenn ein Mensch ein Problem hat, dann ist er in der Energie, in der Trance von das Problem. Mhm. Mit Psychotherapie kann man schon viel machen, logisch. Ja. Aber es ist auch gerichtet auf Leben damit, unterdrücken und ja, eine Art, wie sagt man das, diesen Film, A Beautiful Mind, der Professor lebt mit seinen Wahnen. Ja. Es sind keine Wahnen, er sieht Sachen. Frag doch mal, wer ist das, die du siehst? Ja. Und frag an dieser Tote, der er siehst, warum bist du noch hier? Dann kann er weg und dann kann der Mensch weiter. Es ist so praktisch. Der Unterschied, glaube ich, ist, dass wir nicht so einfach sagen, das ist Wahn, das ist Halluzination, das kann nicht. Nee, ja. Was fühlst du, was siehst du? Ja, ich sehe einen Toter, das kann überhaupt nicht. Was fühlst du dabei? Ich fühle Verdruss, ich fühle Trauer. Und wenn man das durchbearbeitet und das wird damit beendet, dann ist es auch richtig weg. Und ich glaube, mit dieser psychoanalytischen Therapie, das dauert so lange. Ja. Und die Leute sind wirklich so müde, wieder darüber zu reden, weil die Energie ist noch immer drin. Ja. Und mit dieser Arbeit, transpersönliche Therapie, richten wir uns auch mit Fokus auf diese Energie, um das rauszuholen, um das umzusetzen und zurückzuholen, was du verloren hast. Freude, die Kräfte kommen zurück. Der Unterschied ist auch, dass es viel kürzer schon heilt. Es hat viel in kurzer Zeit schon fühlen Leute sich besser. Ja, also der große Unterschied ist, wir nehmen auch seriös, was eigentlich ein bisschen fremd ist. Ja, wenn wir nehmen ernst, was auch fremd ist. Ja, weil wenn einer sagt, ja, ich sehe ihn in Therapie, ich fühle mich, als ob ich sterbe. Ja. Er ist gestorben im vorigen Leben. Ja. Diese Energie muss durchgearbeitet werden und dann fühlt er sich nicht mehr, als ob er stirbt. Mhm. Dann ist die Lebensfreude zurück. Das ist der große Unterschied. Es ist schnell klientgerichtet und lösungsfokussiert. Ja. Das ist richtig der... glaube ich, den großen Unterschied. Ja. Ja. Jetzt hast du Trance erwähnt, also es ist auch eine Arbeit mit Trance-Zuständen. Da fällt einem natürlich gleich Hypnotherapie ein. Ist es, ich weiß ja, dass es keine Hypnotherapie ist, und kann man sagen, dass man nicht hypnotherapeutisch arbeitet oder nicht mit Hypnose arbeitet in dieser Therapieform? Ja, das würde ich sagen. Ja. Wir benutzen den Trance, der schon da ist.
Ja. Wenn man Fernsehen guckt, ist man auch in Trance. Deine Frau kann sagen, ich habe schon dreimal gefragt, willst du einen Kaffee? Du antwortest nicht. Nein, du bist in der Trance von den Filmen. Das ist auch Trance, ist keine Hypnose. Einige Weise könnte man sagen, ist auch Hypnose. Nein, wir benutzen keine Hypnose. Wir benutzen, was da ist, und dann kommt ein spontaner Trance, weil wir arbeiten mit konzentrierten Erinnerungen. Ja. Man konzentriert die Gedanken in sich und ja, dann entsteht dieser spezielle Zustand, wo die unterdrückten Fakten, die wir im Unbewusstsein haben, die kommen hoch. Trauer von Kindheit, Empfindungen, Erfahrungen von früher, das kommt spontan hoch, das nennen wir den Trance. Also das heißt, in der Hypnose wird wirklich eine Trance induziert und das machen wir nicht, sondern wir arbeiten mit den Trancen, die schon da sind. Ja. Und in der therapeutischen Arbeit entstehen natürlich auch Trancezustände, aber nicht, dass die vom Therapeuten induziert werden, sondern die entstehen dann im Klienten selbst. Kann man das so sagen? Ja. Und manchmal sagen wir auch, fühl das, spür das. Was geschieht denn da? Und das bringt einen tiefer drin. Aber wir sagen nicht, geh tiefer. Ja. Das ist dann ein anderer Approach. Ja. Okay. Das geschieht. Mit guten Fragen fokussieren wir den Klient. Dann kommt das. Manchmal können wir den Trance vertiefen, weil die Kunden... Die Klienten, die können dann zu viel in Logik von heutigen Tagen gehen, zu mental werden, sagen wir dann. Und dann vertiefen wir das, dann vertiefen wir den Trance. Da, wir benutzen aber nicht die hypnotische Technik, wir fragen nur mehr, was spürst du dann, was geschieht dann, was geschieht mit dir, wenn der Klient in ein inneres Kind Erfahrung ist. Als er 3 Jahre ist, kann er nicht so reden wie der Erwachsene. Dann frage ich, was siehst du dann? Und dann kommt die Geschichte raus. Dann holen wir die Erwachsene dabei, das Kind aus dieses frühere Trauma oder Geschichte zu holen. Und das erleichtert. Das wird nicht schwerer, es wird leichter. Also man geht zurück in diese Situation, die offenbar da ist, und den Fakt, dass man das ansieht, damit geht das Teil, was sich zurückgezogen hat, in den Alter von das innere Kind, das fühlt sich jetzt gehört. Und diese Energie kommt wieder zur Verfügung von der Erwachsene, also diese Rückführung, dieses Wiederbeleben von was da passierte, macht die Sachen später leichter. Ja. Das ist auch ein Unterschied. Ja, okay. Jetzt habe ich also gehört, es gibt Kollegen, die sind sehr sensibel in Bezug auf etwas, was sie bewusstseinsdämpfende Methoden nennen. Und deshalb sind sie gegen Hypnose. Kannst du dir darunter was vorstellen, bewusstseinsdämpfende Methoden? Ich weiß nicht, das hört ein bisschen ängstlich an. Ja, ne? Ja, ich bin da nicht mit beschäftigt. Also, Hypnose, mit Hypnotherapie kann man wunderbare Sachen machen. Ja. Das wird auch gemacht. Ich glaube, die Idee dabei ist, dass jemand über Hypnose dann so weggedudelt wird, dass das bewusste Ich gar nicht mehr da ist, dass der irgendwie in der tiefen Trance ist und dass dann eine Sorge da ist, dass das nicht gut ist, wenn derjenige quasi so völlig weggedudelt ist. Ja, dann kommen wir am Stage-Hypnosis. Wenn so ein Hypnotiseur dich wie ein Hühnchen laufen lässt, ja, dann bist du nicht in deiner Power, in deiner Kraft. Das ist Manipulation. Also es ist weit weg von dem... Das ist sehr weit weg, weil auch Hypnotherapie, was wir nicht machen, hat sehr gute Heilungseffekte. Was man da mehr macht, ist eine Programmierung ändern. Ja. Ja. Das machen wir auch. Aber wir gehen erstmal zurück, auszufinden, was ist da passiert, was hast du in deinem Gedanken da für eine Lösung gemacht, was ist dein Programm, damit du das, die Energie zu überleben festgesetzt hast,
Das kann man transformieren, der Erwachsene jetzt, und dann ist das Kind wieder freilich und kann wieder wachsen und dann ist man wieder groß. Dann braucht man nicht 3 Jahre zu werden, wenn ein Mann sagt, das sollst du nicht machen, weil die Kleine hatte Angst für seinen Vater. Ja. Jetzt wird er nicht mehr klein, jetzt reagiert er als ein Erwachsener. Ja. Ja. Okay. Kann man sagen, vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema Hypnotherapie, kann man sagen, dass Hypnotherapie einfach viel direktiver ist, als so wie wir arbeiten? Das glaube ich schon, ja. Ja. Okay. Und dann besteht wir wissen niemals, wohin wir gehen, ja, mit Rückfuhren. Ja. Und dann besteht die Gefahr, dass man bei der Hypnotherapie vielleicht zu viel vorgibt, wenn man es sehr direktiv macht. Und so wie wir es machen, ist es eher die Möglichkeit, also wir lassen die Möglichkeit, dass vom Klienten Sachen einfach entstehen. Ja, aber ich glaube, dass manchmal die Hypnotherapie das auch macht. Das ist okay, sehr verschieden, also was Leute machen. Ja, genau. Es gibt sehr gute Sachen und es gibt auch Sachen, die für mich nicht so angenehm aussehen. Ja. Mit Rückführungstherapie öffnen wir dem Feld in Vertrauen, ich bin da, ich bleibe bei dir, bis du wieder hier total anwesend sich selber bist, in der Alter von jetzt und nicht 3 Jahre. Ja. Und was aufkommt, das weiß ich nicht. Ich muss die geschickte Fragen geben, damit mein Klient zur Klarheit kommt. Ja. Jetzt hast du schon einige Beispiele genannt. Wenn man zurückgeht zu unangenehmen Ereignissen in der Vergangenheit, das ist ja quasi Regression, das Wiedererleben von unangenehmen oder ja, tendenziell sind es ja immer die unangenehmen Sachen, die heute Probleme schaffen. Ja, ja, die unangenehmen Glück Sachen, macht keine Probleme. Sind, genau. Und jetzt gibt es ja häufig die Sorge, dass wenn man an Traum rangeht und die wiedererlebt, dass es zu einer Retraumatisierung kommt. Dass die Menschen dadurch in einen sehr schlechten Zustand kommen, das kommt alles wieder hoch, man erlebt es alles wieder und die implodieren quasi. So. Ja, und ja, da gibt es so eine Angst davor und deshalb sagen viele so, darf man nicht arbeiten. Ja, das wäre schön, wenn die Psychotherapie, Psychoanalyse das auch nicht so machen würde. Weil in Psychoanalyse wiederholt man immer wieder. Und am Ende ist dann endlich die Schwere davon, weil die Klient weiß, wie man das unterdrückt, aber es ist nicht weg. Mit unserer Rückführung, in Regressionsrückführung, gehen wir zurück nach wo dieses Problem von heute einmal entstanden ist. Und man kann nur wissen, was da passiert ist, wenn der Erwachsene von jetzt mit klarem, intelligentem Wahrnehmen zurückreiset in die Zeit und da das einsame Kind findet, das er einmal war, der gar nicht verstanden hat, dass Mutti weg war oder dass Vati und Mutti haben schwere Wörter gehabt und er denkt, es ist meine Schuld. Das kann man nur finden, wenn der Erwachsene den Mut hat, zurückzugehen in diese Situation und dann fühlt, oh, warte mal, wenn das passierte, hat ein Hund gebellt. Deshalb bin ich heutzutage angstig vor Hunden. Oh ja. Das wusste er gar nicht, aber das war da passiert. Dann holt er sein Kind wieder in die Gegenwart, hier. Er weiß, dass die Eltern sind geschieden, er versteht das jetzt. Die Verwirrung ist weg, die Energie ist zurück und ab dieser Sitzung hat er auch keine Angst mehr vor Hunden. Mhm. Daran kann man fühlen, dass es richtig ist, dass es echt ist. Und das kann man nicht machen nur mit Reden. Ja. Man muss richtig drin und richtig draus. Ja. Das heißt, wenn ich diese Therapieform erlerne, dann kann ich mit solchen Situationen umgehen, wenn Leute Traumata wiedererleben, selbst wenn dann auch Emotionen wieder herkommen. Ich weiß, wie ich dann das handeln kann. Ja, das lernen wir unsere Studenten, dass man da ist, präsent ist, begleitet und es wagt, es dürft, den Mut hat, anzusehen, dass die Klienten Schmerzen haben. Es ist nicht einfach zurückzuerleben, dass man als Kind geschlagen worden ist. Aber das Trauma ist schon da.
Das muss raus. Hm. Und wenn der Erwachsene das wieder sieht, versteht er sich selber und dann weiß er, ich bin nicht verrückt. Ich habe Angst für Männer mit Schnurrbart oder so. Weil der ist derjenige, der mir geschlagen hat. Ja. Und dann wird es logisch. Was ist dabei der Schlüssel, dass das Trauma rausgeht? Ist es das Verstehen, dass der Erwachsene das versteht? Oder ist noch was anderes? Was ja, es ist das Verstehen. Und auch, dass den Körper, die all diese nicht ersprochene, ausgesprochene Ladungen, wie sagt man das? Ladungen. In sich hältet. Das ist festgesetzt in das Gewebene oder im Herzen oder in ein Organ. Ja? Das muss einmal raus. Das ist noch fest. Also wenn man zurückgeht und die Geschichte wird verdeutlicht, nicht nur Verständnis, das Erkunden bringt auch, dass den Körper endlich mal diese Energie hochbringen kann, loswerden kann. Ja. Carl Jung hat gesagt, wenn man das Unbewusste bewusst macht, dann kommt viel Energie frei. Und das ist in unserem Geschäft, das ist exakt, was passiert. Das ist exakt, was wir machen. Einer hat weh an den Arm, er weiß überhaupt nicht warum. Aber dieser Mann damals, den er geschlagen hat, oder sein Vater, der einmal groß war, hat ihn da gefasst. Also jetzt, wenn er dann in eine Diskussion an der Arbeit mit anderen Männern plötzlich diesen Armschmerzen fühlt, dann weiß er jetzt, oh, warte mal, so war es. Das braucht nicht mehr. Jetzt ist das, ich bin kein Kind mehr. Und das geht automatisch, das braucht einige Tage und dann ist das vorbei. Ja. Und dieser Moment des Freiwerdens, das ist dann die Katharsis. Das ist das Wort, was ich benutzen wollte. Ja, Katharsis. Und das ist mental, das ist Physik, das ist eben emotionell. Ja, die Katharsis, die Befreiung mit Anerkenntnis. Schöne Sprache, Deutsch. Ja. Mit dem Erkennen. Mit dem Erkennen, danke. Ja. Jetzt ist es ja so, dass wir diese Ausbildung gerade planen. Ja. Und es werden 10 Module sein, drei Tage, über ein knappes Jahr. Und für die Leute, die sich dafür interessieren, wie gesagt, möchte ich ein paar Fragen stellen. Ich hatte im Prinzip ja schon ein bisschen gefragt in der Richtung. Was ich sonst noch gerne wissen wollte, ist, wenn man das so hört, also ich denke mal, die Leute, die sich jetzt interessieren, das sind vielleicht Diplompsychologen, vielleicht Heilpraktiker für Psychotherapie oder Heilpraktiker, vielleicht auch Coaches. Vielleicht Hypnotherapeuten. Hypnotherapeuten, vielleicht Leute, die schon eine therapeutische Ausbildung haben. Ja. Ja. Aber jetzt eher so für die, die vielleicht noch keine therapeutische Ausbildung haben und dann hören sie Rückführung. Und ein anderes Wort ist ja Reinkarnationstherapie. Hier heißt es Regressionstherapie. Da schwingt ja sowas, manchmal sowas Esoterisches mit, zumindest befürchtet man das vielleicht. So, und ist das, was man hier lernt, eine professionelle therapeutische Ausbildung oder ist das eher so ein esoterisches Spezialwissen? Was würdest du da antworten auf die Frage? Nein, ich würde sagen, das ist ein Beruf. Es hat Formats, Muster, es hat Struktur. Wir können begleiten und wir können kontrollieren, wie das gemacht wird. Also wir können Evaluationen machen. Wir haben Supervision. Ja, die Studenten praktizieren das. Und dann gibt es Muster. Man muss das machen, man muss das machen. Hast du das gefragt? Warum hast du das gemacht? Es ist richtig eine Praxis, die sehr stabil ist. Ja. Zur gleichen Zeit. Was ist esoterisch? Ich gehe nicht in Theorie, aber wir wissen alle, dass wenn ich jetzt an meine Mutter denke, dann gerade ruft sie mich an. Da ist etwas. Ja. Wenn das etwas, was wir haben, benutzt werden kann und damit in der Struktur eine Rolle spielt, dann ist es nicht mehr esoterisch. Dann ist das Unterteil der Praxis.
Ja. Und ja, das ist auch drin. Ja. Mhm. Das muss auch, weil wir sind Menschen und Intuition ist Intellekt. Das spielt alles eine Rolle. Ja. Wenn ich in die Straße gehe und da kommen drei Männer, dann denke ich, oh, das ist vielleicht nicht das Richtige, was ich machen muss. Ich kann besser weggehen. Das sind drei angenehme Männer, die machen überhaupt nichts. Aber meine Intuition sagt, dass ich da nicht sein soll. Mhm. Das kann eine Geschichte von der Vergangenheit sein. Mhm. Es kann Logik, es kann Intelligenz sein, dass ich da nicht durchlaufe. Mhm. Das benutzen wir. Mhm. Dieses Gefühl, dieses Spüren von Realität, ja, ist auch Intelligenz. Manche Hellsichtige haben manchmal davon zu viel. Die werden lernen, dass das so nicht am besten benutzt wird. Es ist Logik, es ist gegründet. Wir sagen nicht, was einem anderen Mensch fehlt, nein. Wir helfen den Mensch selber, sich selber zu heilen und zu finden, was er oder sie braucht. Also man muss nicht hellsichtig sein, um diese Methode zu lernen. Nee. Und es gibt es ja manchmal, dass jemand bei einem Medium war und das Medium hat ihm dann erzählt, was er alles für frühere Leben hatte. Ja. Das ist was anderes natürlich. Ja, und da gibt es nur eine Frage. Was hat dir das gebracht? Hm. Was machst du da jetzt mit? Hm. Warum willst du das wissen? Häufig nicht so wir viel. Wir leben hier und jetzt. Hm. Heute ist wichtig. Die Rückführung, die macht man, um mehr anwesend in dieser heutige Tag zu sein. Ja. Hier und jetzt. Ja. Das ist das Schöne. Wenn ich mehr präsent bin, dann kann ich meinem Boss sagen, ja, hör mal zu, das mache ich nicht, das will ich nicht. Oder ich darf sagen, ja, das ist schön, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Bin ich fähig? Ich wage es, das zu sagen, weil ich bin mich selber. Das bringt Ruhe, das bringt Kraft. Ja, das ist eine der schönen Sachen. Das hilft, das geht so schnell. Ja. 1, 2, 3 Sitzungen, meistens ein bisschen mehr, aber nicht so lange. Ja, das ist, denke ich, auch meiner Erfahrung nach einer der großen Vorteile dieser Methode, dass man sehr schnell zu Ergebnissen kommt. Ja. Ja. Du hattest vorhin schon innere Kindarbeit oder Arbeit mit dem inneren Kind erwähnt, dass das auch so eine der ersten Sachen waren, mit denen du dich beschäftigt hast. Meine Erfahrung ist, dass mehr Leute kennen, also dieses Stichwort Arbeit mit dem inneren Kind, innere Kindarbeit, das ist bekannter, zumindest meiner Erfahrung, als Rückführung und Regressionstherapie. Was hat das miteinander zu tun? Tja, wenn man innere Kindarbeit macht, dann hat man schon die Rückführung. Ja. Weil man ist im Leben zurückgegangen und das ist Rückführung. Ja. Wir gehen nur zurück, um besser wieder in die Gegenwart zu sein, präsent zu sein. Mhm. Innere Kindarbeit, die wir machen, ist auch, das hat auch Struktur, das hat auch Methodik. Das ist riesenkräftig für Heilung, weil das gibt Integration. Es gibt Erkennen von der Situation, worin wir aufgewachsen sind. Wenn ein inneres Kind den Erwachsenen nicht vertraut, kann es nicht einfach integrieren. Und das ist eine Konfrontation, weil dann siehst du als Erwachsene, dass du richtig da sein musst. Ich muss für mich selber reden, weil mein Kind kann das nicht. Mhm. Entspaltung war das? Innere Spaltung. Ja, diese innere Spaltung, die bleibt, wenn das Kindteil der Erwachsenen nicht vertraut. Mhm. Da muss gearbeitet werden. Mhm. Ja. Also wenn mein inneres Kind mir als Erwachsenen nicht vertraut, dann bleibt es auf eine Art abgetrennt oder ja, ein bisschen abgespalten. Und den Postulate, der Survival Strategy, der Überlebungsmethode, Strategie, der das Kind bedacht hat,
das ist immer noch da dann. Ja. Dem Programm funktioniert ja immer noch. Ja. Die Glaubenssätze von dem Kind. Ja, weil das war notwendig, wenn er Kind war. Mhm. Aber jetzt bist du erwachsen, ist das nicht mehr notwendig. Brauchst du dich nicht zurückzuziehen jedes Mal? Das Kind doch. Ja. Also kann man sagen, innere Kindarbeit ist 100% Teil von Regressionstherapie? Ja, das gehört richtig dabei. Das ist, wenn man vorige Leben hat, die das heutige Leben zurückhalten oder beschweren, das ist auf einen Moment in diesem heutigen Leben wach geworden. Das ist ein inneres Kindmoment. Also das gehört zusammen, ja. Also wir arbeiten mit dem inneren Kind, nur wir schauen auch, ob da auch noch ein früheres Leben dranhängt. Ja, das meldet sich. Ja. Wir fragen mal nicht darum. Das kommt. Das kommt dann. Das Kind sieht, das Kind sieht das vorige Leben. Oder man sieht zuerst in der Rückführung das vorige Leben und später den Moment von das innere Kind. Das geht zusammen. Es gibt natürlich auch in diesem Leben Trauma, die nicht ein voriges Leben dabei haben. Es gibt innere Kinder ohne ein voriges Leben dabei. Aber es gibt kein voriges Leben ohne innere Kinder. Weil das kann auch pränatal sein. Von der pränatalen Zeit. Da haben wir schon Bewusstsein. Aber wir fühlen auch, was unsere Mutter fühlt. Die Ängste von der Mutter werden auch gefühlt von der Kleinen. Das ist nicht von das Baby, das ist von Mutter. Aber er trägt es. Bis den Tag, dass er das loslassen kann und an die Familie und die Mutter zurückgeben. Und dafür haben wir Techniken entwickelt. Ja. Hans den Damm hat schon in 1980 angefangen, mit dieser Technik an Leute zu lernen. Und ich bin nur in 2000 dabei gekommen. Vor 38 Jahren. Ja. Und Hans den Damm ist ja der zweite Ausbilder. Also ihr beide seid quasi der Erste. Ja. Also, inwieweit ist denn diese Ausbildung zu machen auch etwas, was, also ich sage immer Ausbildung, im Deutschen genau genommen, es ist eine Weiterbildung, es ist keine alleinige Berufsausbildung, es ist eine Weiterbildung. Diese Weiterbildungsmaßnahme, wenn jemand das macht, ein Jahr, 10 Module, drei Tage, inwieweit ist das auch was für die Eigenentwicklung? Es ist ein Entwicklungsprozess und man kann es nur machen als Therapeut, wenn man selber diesen Weg gelaufen ist. Man muss das richtig empfinden. Ein Arzt, der unsere Ausbildung gemacht hat, der hatte gesagt, ich bin hier gekommen, weil ich wollte Resultate, ich wollte Lösungen. Meine Patienten heilen nicht und nicht schnell genug. Und als er gesehen hat, was diese Therapie macht, dann war er so enthusiast, begeistert und er hat mitgemacht. Und dann kam sein eigenes Schmerzen hoch. In der Klasse, in all diese Übungen, die wir machen. Und dann hat sie gesagt, dafür brauche ich noch ein Jahr extra. Das hat er nicht erwartet, dass das so tief war. Dann auf einen Moment, wenn den Prozess fördert, wenn so viel schon innere Kinder vorgelebe und auch Energien von den Umgebung, Kriege, all diese Sachen, die leider passieren im Leben, wenn das durchgearbeitet und gelöst ist und er wird stärker, dann hat er gesagt, jeder muss drin, jeder Mensch, das müssen wir auf die Schule bringen. Ja, da muss jeder diesen eigenen Prozess auch mitmachen. Ja, weil das bringt so viel. Ja. Man kann das nicht einfach in die Schule bringen, das wäre doch schön. Ja. Das Schritt für Schritt ein bisschen bekannter zu machen, weil man kommt so gut raus. Wir haben zu viel Ängste, wir sollen nicht so viel Angst haben. Also Teil dieser Ausbildung ist, dass man an eigenen Themen arbeitet, dass man, natürlich arbeitet man, wenn man die Methoden übt, arbeitet man ja immer mit anderen Ausbildungsteilnehmern, aber es ist immer ein Supervisor dabei, der zum Beispiel auch eingreifen kann. Ja. Der Lehrer ist da, der Supervisor ist da,
was in die Gruppe passiert, bleibt in die Gruppe. Das ist natürlich, man muss schon Therapeut sein, man muss schon die therapeutische Disziplin haben, dass wir nicht reden von diese persönlichen Sachen, die wir teilen. Wir lernen von das Teilen. Wenn 20 Leute in die Gruppe sagen, was im Jugend passiert ist, dann lernt man ungeheuer viel, aber man soll nicht darüber reden, das fängt schon an. Das ist das Vertrauen der Sitz der Klasse. Und es ist immer so, dass der Lehrer, Supervisor dabei ist, wenn man eine Übung macht, weil nicht nur muss der Student das lernen, der Student muss auch prüfen, was ja oder nein gemacht worden kann. Und was wir lernen müssen, ist ruhig zu bleiben, zu gestatten, dass unser Klient mal weint. Dass er mal durch und in diese Emotionen ist. Gut, gestatte das. Ja. Atme tief und dann später kommt die Geschichte draus. Auf diesen Moment muss man lernen, dass man nicht zugleich sagt, oh nein, 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 nicht weinen. Nein, das ist Kultur. Ja. Also ja, es ist eine Herausforderung, das eigene Prozess durchzuleben und auch das Prozess von der anderen mitzumachen. Aber nach das Jahr, wenn das einmal in Holland ist, haben wir auch 3 Jahre. Ja. Dann eine langere Da geht Weg. Diese Ausbildung länger, über 3 Jahre, ja. auf Holländisch. Ja, auf Holländisch. Ja, in die, ja das ist auf Holländisch. Ja. Dann sieht man nach 3 Jahren, wie alle sich entwickelt haben. Die waren schon Erwachsene, die haben schon einen Beruf, die haben diese Ausbildung gewählt als extra. Aber trotzdem, jeder hat es so viel gebracht, dass wir alle beieinander die Unterschied sehr gut fühlen, spüren und sehen. Ja. Es ist Schönheit. Ja. Ich mache ja auch gerade die englische Ausbildung in Holland, die auch 1 Jahr geht, bin fast fertig und ich sehe auch schon, was sich da tut bei den anderen Kollegen. Ja, und davon lernt, welche Kraft diese Therapie hat. Ja. Kann ich bestätigen. Ja. Vielleicht nochmal Menschen, die jetzt eben vielleicht Psychologen sind, vielleicht Coaches, vielleicht eine andere Art von Therapeuten, vielleicht auch Physiotherapeuten, die überlegen, diese Ausbildung zu machen. Vielleicht können wir nochmal, was uns jetzt so einfällt, zusammenfassen, was sind die Vorteile davon, sich für diese Ausbildung zu entscheiden und was spricht vielleicht auch dagegen, sich dafür zu entscheiden. Also ich fange mal an, was mir spontan einfällt, ist ein paar Sachen, die wir auch schon genannt haben. Die Ausbildung ist relativ kurz, sie dauert 1 Jahr. Es gibt andere Ausbildungen, wie jetzt zum Beispiel Verhaltenstherapie, da ist man 5 Jahre dabei. Man ist dann natürlich bei der Verhaltenstherapie auch im Gesundheitssystem anders akzeptiert, weil es eine Methode ist, die älter ist, die einfach im System akzeptiert ist. Hier mit dieser Methode, man macht es entweder dazu zu etwas, was man dann abrechnen kann, oder man kann es eben privat abrechnen. Dann haben wir darüber gesprochen, es ist sehr effektiv. 2-3 Sitzungen, manchmal etwas länger und ein Problem ist gelöst. Ja, 5, sagen wir 5. Sagen wir 5. Es ist nicht immer so kurz. Okay. 6, 8, aber manchmal dann auch ist nur eine. Manchmal eine, ja sicher, ja. Ich denke mal, wenn sich jemand für so auch diese feineren Dinge interessiert, wie zum Beispiel dein Beispiel, man denkt an die Mutter und sie ruft an, so, dass das eine Realität hat, das wird ja auch in der Wissenschaft immer mehr bestätigt, dann ist das eine Ausbildung, die diese Dinge sieht und sehr stark nutzt, denke ich auch ein Vorteil. Was gibt es noch für Vorteile? Oder habe ich schon alles genannt? Fällt dir noch was ein? Ich glaube, diese Bildung kann man nicht machen, wenn man gar keine Zeit machen will.
Weil den Prozess, den persönlichen Prozess braucht Zeit. Wenn man keine Zeit investieren will. Ja, ja. Ja, investieren, freimachen. Ja, freimachen. Ja. Mhm. Es ist nicht nur der Schultag und dann all diese Arbeit, die man zu Hause macht. Es ist auch, dass diese Energie sich neu im Körper und im Gedanken finden muss, stellen muss, Ruhe muss kommen. Die Stärke kommt zurück und die Reaktion, die man normalerweise hat, sich zurückzuziehen, ist nicht mehr da, sie hat sich geändert, also die Umgebung reagiert auch darauf. Mhm. Das spielt eine Rolle. Es ist richtig mehr als nur eine Schulung, es ist ein Prozess. Mhm. Was es bringt, ist nicht nur, dass man sehr gerichtet arbeiten kann, klientgerichtet, lösungsgerichtet, fokussiert und so viele Resultate hat, aber man kann auch diese Techniken, die wir bieten, benutzen in das Leben vom Alltag, in Gespräche. Mhm. Wenn man zum Beispiel Coach ist, ja, oder wenn man mit einem Teamwork, man muss mit anderen zusammenarbeiten, und dann gibt es so manchmal eine kleine Irritation oder Ärger in die Gruppe, in das Team, wo man arbeitet. Man findet viel früher, was man machen kann. Man kann einfacher darüber reden miteinander, weil man hat gelernt, dass die Hälfte ist meine Resonanz. Ja. Die andere Hälfte ist, was du mich gesagt hast. Ja. Man kann einfacher darüber reden und das klärt auf. Es ist sehr wichtig, um diese, ja, das kann, wir haben Menschen, die kommen nur für dieses Teil, für die Gesprächstechnik und wie man dann zu die Kerne kommt, in eine Verbalerkundung, ja. Eine Untersuchung mit einem Team, was ist dann los hier? Also so im Miteinander, im Gespräch zum Kern vorzustoßen des Problems. Also es vereinfacht es vertieft es auch. Zum tieferen Thema. Ja, ja, also Coaches, Krankenschwester, ja. Ja, Doktoren, Ärzte, ja. Psychiaters, Psychotherapeuten und Psychologen meistens und Physiotherapeuten auch, weil die arbeiten mit dem Körper, ja. Und manchmal kommen Energien, ja, von dem Körper, von dem Klient, auch das resoniert auch mit dem Therapeut, ja. Oder die Energien, die berühren dich und seitdem bist du damit beschäftigt. Es ist aber nicht deiner, das war von deinen Klienten. Das können wir einfach einsichtlich machen, deutlich machen und auch reinigen, wegholen, umsetzen, ja, transformieren, das ist das Wort. Ja. Also ja, für wen ist es nicht? Wir haben auch mal einen Polizist gehabt, weil es hat ihm sehr geholfen, in seinem Beruf, ja, wo er viel mit Leuten redet und einfacher zu die Kerne kommt. Ja. Spürt, was ist wahr, was ist nicht wahr. Und wann, was würde dagegen sprechen, sich für die Ausbildung zu entscheiden? Also, wenn man keine Zeit frei machen kann. Ja. Mhm. Aber ich glaube, wenn man nicht richtig wissen will, was in sich selber spielt, dann ist man nicht geeignet für diesen Beruf. Ja. Wenn man nur sagen will, was ein anderer hat, nö. Ja. Das ist eine Praxis, die hat authentische Energie. Ja, man ist drin, als Therapeut auch. Mit seiner authentischen eigenen Energiepräsenz, ja, ist man drin. Wenn die Klient in der Rückführung sitzt und ich bin nicht authentisch, dann spürt er das. Dann vertraut er mich nicht, dann kann er nicht seine Reise gut machen. Ich muss da sein,
richtig da sein. Richtig. Ja. Dabei sein, interessieren, was passiert, gute Frage haben und dann kommt er zurück. Und dann ist es gemacht. Deshalb dauert es auch ein bisschen. Dauert 2 Stunden. Vielleicht ein bisschen lang, 2,5. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was noch interessant wäre zu erzählen? Ich glaube, dass Regressions-, Rückführungstherapie, Reinkarnationstherapie, das ist so echt und so stark, dass die nicht nur die Menschen heilen, aber die Umgebung heilt. Ja. Diese Energie strahlt in den Umgebung und die Leute, die um die Schule herum wohnen oder die um deine Praxis herum wohnen, fragen, was machst du denn? Es fühlt so gut. Es fühlt sich so gut an. Ja. Es ist mehr und ich glaube auch, dass die Welt braucht, dass Menschen diese Arbeit wagen zu tun und richtig jeden Tag üben und die junge Leute, die belastet sind mit Lasten aus der Familie, die toten Großeltern, die Vorfahren, die noch den Krieg mitgemacht haben, das kann so drücken auf uns alle. Die jungen Leute müssen davon loswerden und sich selber sein können und mit dieser Therapie kann man das machen, das kann man helfen. Ja. Ich suche meine Wörter, ich entschuldige mich dafür, aber ich glaube, dass die Energie und die Resultate, das ist, was mir diese Arbeit machen lässt und deshalb bin ich auch froh, dass meine deutschen Kollegen starten mit dieser Schule, weil hier ist so großes Potenzial. Mhm. Ihr habt auch so viele junge Leute, die denken, ich muss etwas ändern. Was will ich mit meinem Leben? Was muss ich denn? Na, versuch es doch mal. Eine Rückführung bringt dich bei dich in es Jetzt. Ja. Nicht da. Mhm. Die welche, ich habe mal gesehen in Amerika ein Interview, und dann sagt man, ja, die früheren Leben sind alle wichtige Personen und das ist nur für Ego. Nein, die früheren Leben sind alle in Not, die müssen mal da weg, das muss endlich mal zu Ende und die meisten sind Soldaten, Bauern, das sind gar keine wichtigen Personen in der Gesellschaft. Die sind wichtig für dich, weil es ist dein voriges Leben, was noch in der Vergangenheit fast steckt. Ja. Und wenn das zurück ist, kannst du besser genießen, hier und jetzt. Und das ist richtig important. Ja. Weil man entwickelt auch Krankheiten im Körper, die mit Rückführungstherapie heilen können. Ja. Ich sage nicht, dass wir alles heilen können. Ich sage, dass die Klienten sich selber, sein Körper einfacher heilt, wenn die Energie stromt, wenn man mehr in das Heute präsent ist. Ja. Gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich habe auch schon häufiger gehört, das Argument, es ist doch wichtig, im Hier und Jetzt zu sein. Das andere, das ist doch schon alles vergangen. Es ist doch wichtig, im Jetzt zu sein. Deshalb, warum soll man sich mit der Vergangenheit so sehr beschäftigen? Dann, man geht doch zurück in die Vergangenheit. Aber der Witz ist ja gerade, du hast es gerade erklärt, um mehr im Hier und Jetzt zu sein, muss man sich von der Vergangenheit lösen können. Lernen und lösen. Genau. Und wenn ich nicht lerne, dass ich einige Sachen nicht machen muss, nicht repetieren muss, ja, dann geschieht das immer wieder. Und bin ich noch mit einem Stück von mich, ein Teil, in die Vergangenheit fest und das zieht mich zurück. Ja. Also ich muss zurück, um das zu holen, integrieren im Jetzt. Auch wenn man ein voriges Leben hat, vielleicht die schwarze Pest, die Plage. Ja, die schwarze Pest, Die hat keine Energie. Das Bewusstsein ist noch da, das ist gestorben mit vielen anderen Leuten zusammen. Da ist überhaupt keine Energie, um mitzumachen jetzt. Dieser Mann heute, der muss zurück, der schaut sich das an, der untersucht, der findet, der heilt. Endlich mal ist diese Plage zu Ende, das ist vorbei und dann geht die Energie mit nach hier und dann vergisst er das voriges Leben, ist gar nicht interessant. Ja. Hier und jetzt mache ich wieder Freunde. Ich habe keine Angst mehr, meine Freunde zu verlieren.
weil das war in der Vergangenheit passiert. Ja. Jetzt, wir haben gesprochen, du hast gesprochen über frühere Leben, aber auch über die Familie, klang so an. Jetzt gibt es ja auch Familienaufstellungen, systemische Familienaufstellungen, ja, ja. Wo man ja auch in die Vergangenheit geht. Man guckt, man geht zum Beispiel in die Kindheitsfamilie, stellt das auf und dann kommen die Großeltern noch, ja, und so. Ja. Ist es so, dass man bei der Regressionstherapie auch innerhalb der eigenen Ahnenreihe, der eigenen Familie arbeitet? Das sind ja nicht unbedingt meine eigenen früheren Leben, oder? Die Ahnen? Ja, meine Ahnen. Die Vorfahren? Meine Vorfahren. Nee, das sind nicht deine früheren Leben. Es kann sein, dass du mal 5, 6 Generationen zurück auch in dieselbe Familie war, weil Seelen suchen wieder diejenigen, mit wem man eine Verwandtschaft, ein Band hat oder eine Beziehung hat, oder mit wem etwas passiert ist, was noch nicht ausgearbeitet ist. Ja. Manchmal, ich habe mal gearbeitet mit 2 Schwestern, die haben immer Streit. Immer Streit. Die Mutter hat die Arbeit gemacht, weil sie verstand nicht, warum die Mädchen immer Streit haben. In ein früheres Leben waren das Feinde. Ganz komplizierte Geschichte. Aber wenn das alles gelöst war in der Vergangenheit, die Mutter kam zu Hause, die beide haben ihr Essen gemacht. Da war gar kein Streit mehr. Und das gibt mir jetzt Gänsehaut. Und das ist ein Zeichen, dass es auch so richtig durchklingt. Ja. Es ist Authentizität, wovon wir reden. Ja. Echtheit. Echtheit, ja. Das heißt, wenn ich... Ist das eine Antwort auf deine Frage? Ich lass mich noch eine Zusatzfrage stellen, um es nochmal ganz klar zu kriegen. Das heißt, wenn ich... Also mich interessiert ja so die Überschneidung zur Familienaufstellung. Mhm. Das heißt, wenn ich meine, ich habe ein Thema, das hat vielleicht mit meiner Mutter und dann auch noch ihrem Vater zu tun. Ja. Da ist irgendwas, was er an sie weitergegeben hat und sie vielleicht an mich... Ja. Soll ich dann, würdest du sagen, geh mal lieber zu einer Familienaufstellung oder würdest du sagen, da kann man auch mit der Regressionstherapie arbeiten? Ich glaube, dass für manche Leute die Familienaufstellung sehr gut ist, die Konstellation, aber wir machen das ein bisschen anders. Mhm. Wir machen das auch, aber man macht es selber. Mhm. Die Energie, die Linie in die Familie, die in dir ist, was deiner ist, das bleibt, was nicht deiner ist oder was Folgen sind von früheren Entscheidungen in die Familie, ja. Das trägst du auch. Das können wir in Sitzungen entfernen. Mhm. Und dann kommt auch sehr viel Energie frei. Wir brauchen das also nicht. Ja. Es ist die Konstellation, ich glaube, das ist sehr geeignet für Menschen, die noch nicht diese tiefe Energiearbeit kennen, ja. Und für Organisationen. Ja. Und das ist schöne Arbeit. Wir haben unsere Methode drin. Wir arbeiten auch mit den Voreltern, weil wir haben so viele Altlasten. Wir wissen es meistens nicht. Und wenn man das entdeckt und davon freikommt und das entfernt ist, Energie zurückkommt, ja, dann kann man nur sagen, wow, das ist gut, dass ich das gemacht habe. Und wenn du das gemacht hast, dann ist plötzlich dein Bruder auch frei. Weil die Toten sind weg und diese Energien sind bearbeitet. Und das macht es sehr, sehr, sehr real. Ja. Es ist nicht für Weichherzigen, wie sagt man das? Für weiche Menschen. Das ist nicht geeignet. Du fragtest, wer macht das, diese Arbeit? Ja. Ja, man wird stärker, wenn man es macht. Ich find's interessant, dass du das sagst. Das ist nicht für weiche Herzen. Ja. Ich habe dir das, glaube ich, schon mal gesagt. Also vielen Dank, dass du diese Arbeit machst. Ich finde es auch toll, dass ich von dir schon einiges lernen durfte. Und ich habe dir, glaube ich, ich meine, ich habe es dir mal geschrieben, dass, was mich bei dir beeindruckt, ist diese Kombination, dass du einerseits, du hast ganz viel Power und Kraft und bist manchmal auch ganz klar und ganz tough, so machst ganz klare Ansagen, aber dann finde ich schon, dass du auch sehr sanft bist und
eine sehr große Sensibilität und Weichheit hast. Und dieses breite Spektrum, das ist mir selten begegnet. Und das finde ich ganz beeindruckend. Tja, danke. Ich mache meine Arbeit. Ja, das muss auch. Was mir Kraft gibt, sind die Resultate, die ich sehe. Und dann unsere Studenten, die machen schon so schöne Arbeit. Die arbeiten mit einem Kind, manchmal mit Freunden. Und die haben schon so viel machen können mit diesen wenigen Techniken, die man hat. Ja, es ist sehr schön, diese Arbeit zu machen. Und ich bin wirklich froh, dass es jetzt in Deutschland losgeht. Ja. Ich würde sagen, für Psychologen, die schon gute Arbeit machen, es ist so eine schöne Extra. Es macht dich froh, dass du mehr machen kannst. Wie dieser Doktor sagte, ich will Lösungen sehen, Resultate sehen. Und das seht er jetzt. Und das gibt Spaß. Ja. Na, Spaß ist vielleicht ein bisschen Großwort, aber ja, Freude. Aber es ist eine Freude, dass man merkt, die Arbeit, die man tut, die bringt den Leuten was. Ja, sicher. Ja. Da ist eine Freude drin. Hans ten Dam hat gesagt, ich zitiere ihn jetzt, es sind zwei Sachen, die mich treiben, dieses Beruf zu machen und weiterzubringen. Eine ist die Schönheit. Die Schönheit, wie es arbeitet, wie einfach, wie schnell, wie tief, wie permanent und wie breit, wie weit, was wir alles machen können. So schön. Und Wut. Okay. Wut, weil das ist alles bekannt, das ist alles hier und wir benutzen es nicht. Ja. Es ist da für uns. Okay, wir arbeiten weiter dran. Ja. Das ist bekannter. Machen wir. Ja. Dazu diente auch dieses Interview. Mario, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne und viel Glück. Ja, danke. Danke dir.